zu diesem ungewöhnlichen Orgelkonzert am Karfreitagmorgen um 11 Uhr. Begeben wir uns in die Szene des Karfreitagmorgen vor gut 2000 Jahren. Die letzte Nacht hat Jesus im Garten von Gethsemane seinen Vater gehorsam geschworen. Die Scherben des hohen Priesters haben ihn festgenommen. Der Prozess vor dem Hohen Rat liegt hinter ihm. Sie haben seinen Tod beschlossen, ohne dazu berechtigt zu sein. Jetzt steht er vor dem römischen Statthalter Pilatus, der das Urteil verkünden soll. Er ist geschlagen, bespuckt, eine Krone aus Dornen auf seinem Haupt. Pilatus fragt, was ist Wahrheit? Das Volk schreit, kreuzige ihn. Hören wir, wie die Komponisten verschiedener Jahrhunderte diese Bilder in Tonsprache übersetzt haben. Die zweite Bearbeitung von
von Johann Sebastian Bach, der diese Komposition in Arnstadt 1704 komponierte. Thank you.
Lamm Gottes unschuldig und O Jesu, wie ist deine Gestalt? Jetzt folgt eine romantische Choralbearbeitung, die sehr gut in dieses Konzept dieser Stücke, die Sie gerade gehört haben,
passt. Und zwar von Johannes Brahms, die Choralbearbeitung Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? Darauf folgt eine Choralbearbeitung des Erinnerliedes von Johann Sebastian Bach, ebenso aus der Neumeistersammlung, einer frühen Sammlung, die er höchstwahrscheinlich um die Zeit in Arnstadt geschrieben hat. Thank you.
folgt ein langer Schluss, ein Werkpaar. Zum Anfang die große sechsstimmige Fuge, das Hitchhiker aus dem musikalischen Opfer von Johann Sebastian Bach, Bachwerkeverzeichnis 1079. Und darauf folgt der Schlusschoral der Johannespassion von Johann Sebastian Bach. Ach Herr, lass dein Lieb Engelein. Thank you.
Pfarrkirche zu Arnstadt, Jörg Lenning. Wir hoffen, dass Ihnen dieses kleine Konzert gefallen hat. Wir wünschen Ihnen heute und morgen noch besinnliche Karfreitage. Und trotz aller Beschränkungen und Beeinträchtigungen in der aktuellen Zeit, frohe Ostern!